Willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind immer noch auf Klepus. Klapus? Ich hab schon den Namen vergessen. Ich bin echt, hab echt einen fliegenden. Korfu, natürlich, nicht Klepus. Und wir sind auf dem Weg nach zu Barnabas und Herodotos, nachdem wir erfahren haben, dass unsere Speer nicht repariert werden können und wir den Rest unseres Lebens damit verbringen sollen, Artefakte zu recovern. Alexios, wir haben ein Problem. Wo ist Barnabas? Er zog alleine los, um das zu suchen, was deinen Speer zerstört hat. Was? Ist er noch bei Trost? Ich wollte ihm sagen, dass es sinnlos sei, aber er hat nicht auf mich gehört. Er hielt es für die einzige Lösung. Du hättest ihn aufhalten müssen. Weißt du, wozu dieses Ding in der Lage ist? Er wollte helfen. Und dann macht er sowas, statt sich aus Ärger rauszuhalten? Ich muss es vor Barnabas finden. Mollacker. Liegt auf dem Gipfel der Verleih, also hier ungefähr. Nordwestlich des Agra-Wachturms. Haben wir den überhaupt schon entdeckt? Ich habe noch keinen Wachturm entdeckt. Hier könnte es sein, weil hier also sieht wie so eine Spur, aber es könnte auch einfach eine Erdspur sein. Wenn ich dich finde, Barnabas, was hast du dir bloß dabei gedacht? Ja! Da ist zumindest ein Aussichtspunkt. Ist irgendwas, aber kein gerade. Ich gehe mal zu dem Aussichtspunkt. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich dieser Agra-Wachturm. Und dann muss er nordwestlich, also ein bisschen weiter oben. Oben ist immer lustig, wenn man, ja, oben ist immer lustig, wenn man Norden sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Bisschen weiter oben und, Hey, Vorsicht! Und links liegen. Also da irgendwo. Wir gucken gleich mal. Genau. Nordwestlich, also wahrscheinlich dann trotzdem da. Ah!
Oh, mein Pferd hat gebrannt. Auch nett. Ist das ein Krater oder ist das keiner? Keine Ahnung. Ruhig jetzt. Das ist auch nicht der richtige Ort. Aber Adli hat gerade was aufgefangen. Komm schon. Die Höhle machen wir auch später. Ich will euch jetzt auf jeden Fall das Finale zeigen. Ich will es ja selber wissen. Ich finde es ja auch spannend, was jetzt los ist. Wenn ich einem Kampf entgehen, muss ich verstecken. Das sind feindlich. Wir untersuchen dieses Gebiet noch. Zum Glück die Technik gibt's wenigstens noch. Mein Rüstungsset wurde nicht genervt quasi. Das Artefakt ist hier gelandet. Aber keine Spur von Barnabas. Ich sehe mich mal um. Stimmt, es gibt ja keinen Impuls mehr. Wo sehe ich mich da jetzt am besten um? Sehe ich irgendwo eine Spur? Hat hier irgendwas weggeführt? Hier führt was weg. Fußabdrücke. Wurde Barnabas von Piraten verfolgt? Sie führen in diese Richtung. Die Spur führt zu dem Hof dort unten. Wollte schon sagen. Hinweis. Koffer frisch, eingeölt, duften und ein wenig betrunken ist der große Sieger in deiner Obhut im Meer versunken. Der Weg nach Osten ist der deiner Wahl. Finde mich, wo die Haie hatten ihr Mal. Das war da, wo der Olympionik, den wir von Athen aus dahin bringen sollten, von Haien gefressen wurde und wir dann selber als Olympiad angetreten sind. Also da kommen schon einige Erinnerungen wieder hoch. Das schaffen die schon sehr gut. Ich finde das eine coole Idee, was die hier machen. Sehr cool sogar. Du
Das kann was man sein sonstigen Speerfähigkeiten eigentlich immer hat, wenn die mal nicht mehr da sind. So. Dafür, dass der eine eigentlich per Direktattentat hätte getötet werden müssen, war das ganz schön viel Aufwand. Aber gut. So. Du hast mein Leben gerettet. Jo. Vielleicht kann ich es eines Tages wieder gut machen. Wer nicht? Es fehlt noch Schatzplünder. Danke dir, meine. Sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen, junge Frau. Da. Ja, wo ist denn der Schatz? Wo ist denn hier ein Schatz? Hey, wieso ist der da hinten? Das kann nicht sein. Ah, da unten. Wer kann mir sagen, was passiert ist? Ein Mann war hier und hat den Hof verwüstet. Nicht einer. 10, 20. Einer nach dem anderen. Wie sah er aus? Ein Verrückter mit einem Auge. Nichts war vor ihm sicher. Er hat meine Ernte verbrannt. Nein, er war dort drüben und hat meinen Stall zerstört. Er war überall. Also gut. Alexios! Ich glaube, es stimmt. Barnabas hat das Artefakt gefunden. Wenn das, was im Brief steht, wahr ist, dann kann dieses Objekt seinen Träger bis zur Unkenntlichkeit entstellen. Es ist wahr. Ich habe den Monstern, die es erschaffen hat, ins Gesicht geblickt. Die Menschen darin sind verloren. Sie können nicht zurück. Und das Artefakt? Wie können wir es der Bestie entreißen, die es erschaffen hat? Ich weiß nicht. Es muss doch einen Weg geben. Was, wenn er nicht mehr er selbst ist? Daran will ich jetzt nicht denken. Noch nicht. Was können wir tun? Ich muss Barnabas finden, bevor es zu spät ist. Aber die Piraten verfolgen ihn und die Soldaten töten ihn für das, was er angerichtet hat. Ich muss es versuchen. Es darf ihn nicht verwandeln. Folge seiner Spur der Verwüstung. Offenbar wollte er nach Cassiopi. Beeil dich! Wollen wir hoffen, dass wir ihn aufhalten können rechtzeitig. Los, findet den Schuldigen! Falls sie hinter Barnabas her sind, sollte ich sie aufhalten. Mit meinem Speer wäre das alles so viel einfacher. Ich verstehe das einfach nicht. Er war an mehreren Orten gleichzeitig. Also er kann sich vermehren. Ich glaube, das hatten wir doch schon mal in dem Spiel, oder? Oder war das in Origins, wo einer sich in dem Tempel, ich glaube, das war der römische Feldherr, der mit Cäsar gekommen ist, in Origins. Der konnte sich auch vervielfältigen mit dem Edenapfel. Der Mann, den alle suchen. Ich habe ihn zum Tempel laufen sehen. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht dann zukommen, die... Achso, hier ist schon wieder... Sperrgebiet jetzt. Warum bewacht ihr den Tempel, wenn ihr wisst, dass er da drin ist? Kümmert euch doch einfach um ihn dann. Nur meine bescheidene Meinung jetzt.
Bin ja jetzt auch kein Experte und so, aber. Sichert den Tempel! Dieser Verrückte darf nicht entkommen! Bist hier nicht befugt! Da geht's rein, ich sehe es schon. Was? Was? Nee. Ach komm. Du bist ein Witz. Ich lauf mal weg, dass er keinen anderen alarmiert. Ich dachte, ich bin hinter der Mauer gut versteckt, aber. Scheinbar nicht. Ist scheinbar nicht der Fall. Barnabas ist im Tempel. Nur wie komme ich hinein? Nicht durch die Tür, so viel ist sicher. Hatte ich auch nicht vor, Alexios, aber komm her. Ich habe das hier schon gesehen. Dass hier so ein Stück fehlt vom Fenster. Mächtiger Zeus, mir geht es nicht gut. Ruf deinen Sohn Apollon. Rette mich vor diesem Wahnsinn. Ich werde alles tun, was... Barnabas! Oh, Alexios! Du musst mir helfen! Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Ich weiß, Barnabas. Ich weiß. Du musst mir das Artefakt geben. Ich habe Angst. Ich weiß. Gib es mir einfach, ja? Aber... Das Artefakt ist daran schuld, dass du dich so verhältst. Gib es mir und alles wird gut. Aber es beschützt mich. Ohne das Artefakt wäre ich hilflos. Ich weiß, dass du noch da drin bist. Merkst du nicht, was es mit dir macht? Mit dem Artefakt brauche ich keine Angst mehr zu haben. Ich war ein feiger Schwächling und jetzt bin ich mächtig wie ein Gott. Dein wahres Ich hätte so etwas nie gesagt. Gib es her. Es gehört mir! Halt! Ich will dir nicht wehtun. Dass er dadurch jetzt keine weiteren mehr stellt, dadurch, dass ich jetzt den Anführer getötet habe, also den komm noch weiter. Deine Schwäche sind nicht deine Muskeln, sondern dein Herz. Nein, bitte, töte mich nicht. Ich ergebe mich, bitte. Das ist nicht dein wahres Ich.
Ich muss es schwächen. Ich muss weitermachen. Weißt du noch, wie du mich einst gerettet hast? Damals begann unsere Reise. Beende sie jetzt nicht. Hör auf! Die sind nicht echt. Die sind nicht echt. Oh Götter, lass nicht zu, dass ich sterbe. Alexios soll mich verschonen. Vergib mir, Barabbas. Ich bin so schwach. Bitte tu mir nicht weh. Ich tu dir nichts. Gib mir einfach das Artefakt. Jetzt bin ich mal in der Dutzendkopf reingefallen, oder? Wer bin ich? Was ist aus mir geworden? Du bist Barnabas. Mein Freund. Behältst du es, wirst du auf ewig jemand anderes sein. Freundschaft! Du wirst mich verlassen, sobald du es hast. Ich werde mich nicht der Angst beugen! Zwing mich nicht, das zu tun. Doch, genau das werde ich! Es sei denn, du bist es, der sich der Angst beugt. Barnabas! Das wird eine Narbe geben. Ganz sicher. Tut mir leid. Habe ich dir wehgetan? Ist nur ein Kratzer. Das heilt problemlos in einer Woche. Oder zwei. Und dein Kopf? Nur ein bisschen durcheinander. Nicht deine Schuld. Diese kleine Kugel ist ganz schön mächtig. Was hast du dir dabei gedacht, dem Artefakt nachzujagen? Wie konntest du so dumm sein? Wen interessiert dein Arm, wenn du tot bist? Wenigstens hatte ich gute Absichten. Weißt du, was beinahe passiert wäre? Ich hätte dich fast getötet. Ach, keine Sorge. Ich bin so robust wie ein Kriegsschiff. Hör zu. Ich bin unsterblich. Verstanden? Du nicht. Wenn du einen Fehler machst, stirbst du. Dann bist du tot und wir anderen müssen mit dem Verlust fertig werden. Unsterblich? So richtig unsterblich? Ja, unsterblich. Überraschung. Ich wusste, du hast etwas Göttliches an dir. Alle, die ich liebe, muss ich zurücklassen. Und dich hätte ich auch fast für immer verloren. So ist das bei den Sterblichen, Alexios. Wenn die Götter es wollen, treten wir ab. Ich freue mich auf ein geruhsames Leben nach dem Tod mit stetem Nachschub an Krabbenpastete. Das ist nicht lustig. Kann sein. Aber wir hatten heute viel Spaß. Das ist es doch, was zählt, oder? Wir wissen nicht, wie lange es so bleibt, aber es ist ein Geschenk, das Gold wert ist. Gold. Naja, schließlich waren wir auch auf einer Schatzsuche. Und was habe ich davon? Einen kaputten Arm! Komm, lass dich verbinden. Hüte, sie selbst. Du beschützt die Menschen und vermittelst zwischen unserer und ihrer Welt. Deine Reise wird dich in die Länder von Königen, Königinnen und Eroberern führen. Über Wasser und durch Feuer, zur Revolution und Rebellion. Aber deine Anwesenheit bringt Frieden. Nimm diese Aufgabe an. Für sie, aber auch für dich selbst. Eine Schatzsuche wäre vorbei. Aber es gibt ja noch die andere.
Vielleicht sollte ich nach den Hinweisen von Herodotos und Barnabas suchen. Ein neuer Horizont. Okay. Machen wir das mal. Das schließt dann wahrscheinlich die Story ab. Auf Kofu. Wir können ja, wie gesagt, die anderen Sachen noch finden. Danach, hoffe ich. Ich gehe davon aus. Ich mache mal kurz hier einen Zwischensave einfach zur Sicherheit. Falls ja was Unvorhergesehenes passiert. So. Aber es ist schön. Also es fügt sich ja dann natürlich direkt an die Valhalla-Story an, wo ja Cassandra deswegen da ist. Weil sie eben diese Aufgabe annimmt. Und hier wurde man halt quasi dazu gebracht, diese Aufnahme überhaupt erstmal anzunehmen. Immerhin ist es mir gelungen, Alexios düstere Stimmung zu vertreiben. Raus aus der düsteren Stimmung, dafür rein in den Ärger. Ups, habe ich mich dafür eigentlich schon entschuldigt? Als ich nach Korfu kam, hätte ich nicht gedacht, dass uns eine legendäre Schatzsuche erwartet. Ein Leben ohne Überraschungen wäre doch auch öde. Darauf sollten wir anstoßen. Und auf dich, Ikaros. Ja, wir alle haben nur ein Leben. Und wir müssen das Beste daraus machen. Nur ein Leben? Du vielleicht. Du hast recht, Barnabas. Helden wie Alexios leben in den Geschichten, die von ihren Taten erzählen, weiter. Sie leben ewig. Hör zu. Ich muss bald aufbrechen. Ich werde Gewässer überqueren, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie überquere. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehren werde. Du verlässt uns? Schon wieder? Wohin? Warum? Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Ich habe eine Verantwortung. Jemand, ich meine, etwas sagt mir, dass meine Reise noch nicht beendet ist. Wir mögen dich nicht bei uns behalten können, aber du wirst in all meinen Schriften präsent sein. So viel ist sicher. Ich fühle mich geehrt. Vielleicht könntest du mir eines deiner Manuskripte geben, Herodotos. Ich bin sicher, auch in fernen Ländern wird man sie gerne lesen. Mach dir keine Umstände. Dieses Land hier reicht völlig. Aber falls du es ernst meinst, Geschichtenerzähler sind stets vorbereitet. Nimm dies. Aber du solltest es mit niemandem teilen. Es ist für dich. Ich habe auch etwas für dich. Nein. Der Speer? Vom ersten Moment an hast du gewusst, was er war. Aber mir hilft er nicht mehr. Von nun an gehört er dir. Vorsicht, die Klinge ist noch scharf. Ich werde ihn stets in Ehren halten. Tja, ich lehne ja sonst nie ein Geschenk ab. Aber in diesem Fall ist mir das Geschenk der Freundschaft genug. Du willst nur Freundschaft? Dann muss ich mir für die Reise wohl einen anderen Stellvertreter suchen. Ich soll auf Weltreise gehen? Mit dir? Sag mal, wie alt soll ich denn noch werden? Wenn du mich als Schiffsführer akzeptierst. Ich weiß nicht, wie lange meine alten Knochen noch ein Segel hissen können. Aber ich komme mit. Die Adrasteia gehört dir. Wo geht es zuerst hin, Alexios? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich eine neue Waffe. Ägypten hat mich schon immer fasziniert. Ah,
Ich liebe dieses Land. Eine meiner besten Geschichten beginnt dort. Ich finde, es ist sehr schön geworden. Also, ich möchte jetzt hier ganz kurz mal ein bisschen Revue passieren noch über das Spiel. Also, ich habe ja damals schon bei der vermeintlich letzten Folge ein paar Worte gesagt und ja, es ist für mich immer noch eins der besten Spiele. Es ist kein klassisches Assassin's Creed mehr, das war Origins schon nicht mehr. Aber für das, was es ist, ist für mich Odyssey noch der beste dieser drei Teile, die es jetzt gibt. Also besser als Valhalla und Origins. Weil ich erstens Alexios super cool finde und eine, also mit die liebste Hauptfigur ist. Es kann auch am Synchronsprecher liegen, weil ich mochte auch den männlichen Dani in Far Cry 6 und ist der gleiche Synchronsprecher. Aber ja, irgendwie. Man hat halt direkt die Diskrepanz wieder gemerkt zwischen Eivor und Alexios. Also ich finde, hier ist das Writing um Welten besser. Wir haben Figuren, die verstehen wir, die können wir, die mögen wir. Eivor ist immer so als Weltenbummler unterwegs. Wir haben einen Bruder, dem wir nie widersprechen nach der Hauptstory und so weiter. Also da fehlt einfach die Liebe. Hier die Gespräche, die Gedanken, die sich Alexios macht, die Erinnerung, die er hat, die Rolle, die er einnehmen muss und die, ja, wie er damit hadert, das kommt in den Zwischensequenzen sowohl in der Synchro als auch in der Darstellung einfach raus. Er hat Figuren, die ihm wichtig sind, Figuren, die ihm wichtig, also ihm sind die Figuren wichtig und die Figuren sorgen sich um ihn, so, mein Gott. Und das merkt man einfach und das ist einfach auch vom Weltendesign wesentlich heller und schöner als natürlich so ein klassisches europäisches England. Viel mehr knallige Farben und alles ein bisschen sauberer und schöner. Wie man sich halt so diese Hochzeit der Demokratie in Griechenland vorstellt, auch wenn es natürlich geprägt war durch Kriege, klar. Aber insgesamt einfach, wie gesagt, es ist für mich immer noch das schönste Assassin's Creed. Ich finde dieses Ende toll, den Speer lässt er zurück und reist nach Ägypten, wo dann später Origins ansetzen könnte zum Beispiel. Und das sind alles so Sachen, die passen da so toll zusammen. Ich kann es immer schlecht erklären, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch dieses Spiel auch Spaß macht. Und ich kann es jedem nur empfehlen, es selbst mal zu spielen. Gerade die Hauptstory ist viel, viel besser als in Valhalla. Und ja, ich lasse jetzt wie immer den Abspann durchlaufen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir gucken mal, vielleicht gibt es noch eine Folge 4, in dem ich dann die restlichen Hinweise noch suche. Da muss ich aber mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Aber jetzt haben wir erstmal die Hauptstory durch und ich hoffe, euch hat es gefallen.
Es gibt noch eine Post-Credit-Scene. Das haben wir schon gesehen.